Mein Gott. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Vlog. Ich bin so aufgeregt. Morgen geht es endlich los nach Nordafrika und zwar nach Djerba. Ich war bereits letztes Jahr in Djerba, um genau zu sein im Juli. Von daher habe ich die meisten Touri-Sachen, die man dort machen kann, schon gemacht. Nichtsdestotrotz werde ich euch mitnehmen und euch versuchen, so viel es nur geht, von dieser wunderschönen Insel zu zeigen. Auch wenn wir manche Sachen kein zweites Mal machen werden, werde ich trotzdem versuchen, euch so viele Eindrücke und so viele Impressionen wie nur möglich auf den Weg mitzugeben. Und eventuell zieht es euch ja auch eines Tages nach Djerba. Zimmer angekommen und schaut euch bitte den Koffer von meinem Freund an. Er hat nur Süßigkeiten. Ich bin mir nicht was für Kinder. Nach 3 Stunden Flugzeit sind wir nun endlich in Djerba angekommen. Wir sind im Hasdrubal Hotel in Djerba. Insgesamt gibt es hier davon 2. Einmal das Hasdrubal Prestige und einmal das normale Hasdrubal Hotel. Wir sind im normalen Hotel. Gerade schon etwas gegessen. Jetzt gebe ich euch eine kleine Roomtour. Tatsächlich ist dieses Zimmer riesengroß. Ich glaube, wir haben hier ungefähr 50 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, dass es wirklich so groß ist. Da liegt mein Freund, leider kann ich jetzt gerade nicht drüber filmen, aber ich zeige euch gerne einmal die... So, ich zeige euch aber gerne einmal die Aussicht, die wir hier haben. Ich zeige euch das nochmal tagsüber, beziehungsweise beim Sonnenuntergang. Das ist wirklich so unglaublich. Und das Coole ist... Ihr könnt hier einfach aufs Dach laufen. Ich liebe. So, und jetzt kann ich euch den Ausblick auch einmal bei Tageslicht zeigen. Der erste Tag in Djerba. Wir gehen jetzt runter zum Frühstück und dann an den Strand. Ansonsten haben wir noch nicht so viele Pläne für heute, aber ich werde euch auf jeden Fall so gut ich kann mitnehmen. So, und nun zeige ich euch mal den Garten des Hotels. Wir haben da die Frühstücksterrasse. Hier, Moment, das sieht man noch nicht.
haben wir einen Innenpool. Wahrscheinlich für den Winter, wobei es hier eigentlich das ganze Jahr über sehr heiß ist. Das ist der Hotelpool. Da hinten geht es noch weiter. Ich glaube, da hinten der Bereich, der ist für Kinder. Hier ist der Garten und wenn wir jetzt dort langlaufen, enden wir am Privatstrand des Hotels. Wir haben höchstwahrscheinlich und hoffentlich türkisblaues Wasser wie im letzten Jahr. Seid gespannt. Hier ist der Garten und dort ist die Terrasse. Ich hoffe, man sieht, das war die Sonne. Ich sehe gar nichts auf meiner Kamera. Hier ist auf jeden Fall die Terrasse zum Mittagessen. Da oben kann man sich hinsetzen. Ich schaue, dass ich euch dort auch ein paar Insights gebe. Ich glaube, dort ist das Mittagessen aber erst ab 15 Uhr. Und hier kommen wir jetzt zum Privatstrand. Und wir sind endlich da. Wir suchen uns jetzt eine Liege aus. Gleich bekommen wir Handtücher. Und dann genießen wir den Tag.